köstlichen vor, die war echt unfassbar also geil. Also große Empfehlung, dieses Restaurant. Einen schönen guten Tag. Hallo, guten Morgen. Und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog aus London. Wir waren ja im letzten Vlog schon in London, aber sind immer noch hier und haben jetzt das Wochenende hier uns freigenommen, für alle, die es noch nicht wissen. Genau, und Montag, also heute ist Samstag, und Montag geht es für uns wieder zurück nach Hause. Und wir waren hier Donnerstag auf einem Event und haben dann einfach ein bisschen verlängert. Genau, und jetzt, wir haben, unsere Wohnung ist in Camden. Ja, wir haben uns so ein, also das nennt sich Native Camden Studio Apartments. Ich habe das über Booking gebucht. Und das ist im Prinzip ein etwas größeres Hotelzimmer mit einer kleinen Küchenzeile und eben einem Herd und einer Mikrowelle, einem Wasserkocher und so weiter. Also so Selbstversorger. Es gibt auch keine Rezeption, aber in diesem Ding sind halt viele von diesen kleinen Apartment-Dingern in diesem Haus. Und da sind dann nur Gäste, glaube ich. Genau. Und das ist, wie gesagt, in Camden. Und man kann auch zu Camden Market und so weiter erreicht man fußläufig in 20 Minuten ungefähr. Man kann auch in den Bus einsteigen oder wenn man jetzt wie wir gerade zur U-Bahn läuft, fährt man, glaube ich, eine Station mit der U-Bahn. Wir fahren jetzt aber runter in Richtung Themse, also mit der Piccadilly Line zu Covent Garden und schauen uns das mal an. Und dann gehen wir nachher noch in die Brick Lane, zum Brick Lane Market. Was ich richtig verrückt finde, also ich war noch nie so richtig in London, aber man ist irgendwie in 10 Minuten mitten in der Innenstadt und hier sind überall so kleine Häuschen. Man fühlt sich eher wie in so einer Kleinstadt hier, muss ich sagen. Wie in so einem kleinen Vorort halt. Ja, das ist krass. Ja gut, aber das ist halt einfach, weil London so riesig ist und so weitläufig und es so viele unterschiedliche Viertel gibt, in denen aber immer auch was los ist eigentlich. Und dann wohnen die Leute ja auch irgendwo. Klar, jetzt so auf der Regent Street weiß ich nicht, ob da wirklich jemand wohnt. aber hier schon. Wir haben uns jetzt gerade außerdem jeder so eine Oyster-Card geholt, weil wir heute mit dem Öffentlichen fahren wollen und morgen auch nochmal. Und das ist super, super einfach. Also sie kostet 5 Pfund Pfand. Und dann kann man da einfach Geld draufladen sozusagen. Und dann muss man die immer nur da so dran halten überall, wenn man irgendwo einsteigt und hier durch die Schranken durchgeht und so weiter. Und dann zieht es einem das Geld ab und der Rest ist dann noch drauf. Wir haben jetzt mal 10 Pfund pro Person drauf gemacht. Ja, jetzt müssen wir fahren. Genau, und hier kann man sehen, also einfach nur hier get new card, eine, und dann kann man hier direkt, jetzt dauert es kurz, auswählen, wir haben 10 Pfund und dann steckt man hier seine Karte rein, fertig ist. Kann, so. Jetzt muss ich hier dagegen halten, gell? Was wir jetzt bloß noch nicht wissen, wie viel eine Fahrt kostet, deshalb keine Ahnung, wie weit uns 10 Pfund reichen. Ja, da geben wir noch rein. Wir sind hier jetzt in oder bei, wie auch immer, Neil's Yard. Wie kann man es denn sehen? Es steht da an dem Haus dran. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann. Es ist in der Nähe von Covent Garden und ich hatte das online gesehen, dass hier so süße Häuser und sowas sind. Ich habe ganz viel auf Pinterest vorher geschaut, wo wir hingehen könnten. Und das hier ist die Neil Street. Da sind auch jede Menge kleine Shops eigentlich alles und auch so Pop-Up-Stores und solche Geschichten. Da ist auch so ein Vivo Barefoot-Laden, wo es auch so Barfußschuhe zum Beispiel gibt, die aber meiner Meinung nach eine bisschen festere Sohle haben. Und jetzt laufen wir zu Covent Garden und schauen darum. Und wahrscheinlich haben wir schon bald was zu essen. Ja, ja, unbedingt. Ich finde es total cool, weil diesmal machen wir ganz andere Sachen, als was ich sonst hier immer so gemacht habe. Also sonst haben wir immer eher Museen angeschaut, Parks angeguckt und so die klassischen Sachen, sage ich mal. Das ist jetzt auch, also ja, wir waren schon sehr, sehr oft in London, aber wie gesagt immer nur einen Tag. Und deswegen finde ich es total cool, jetzt mal mit Alex hier zu sein und einfach so durch diese kleinen Sträßchen zu schlendern, ohne dass man irgendwie so das Gefühl hat, man muss so ein Touristenprogramm, was man halt gemacht haben sollte, abarbeiten. Irgendwie
weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe dann immer so ein bisschen so einen inneren Druck, dass ich so denke, oh, muss jetzt schon so ein bisschen Kultur machen. Aber ich finde es richtig relaxed, dass wir einfach so gesagt haben, wir gucken einfach nur rum, ohne so Ziele zu haben, dass wir bestimmte Sachen sehen wollen. Ich erkunde so immer eine Stadt, weil ich finde, also das kann jeder selber machen, aber mich stresst es auch oft. Und dann denke ich mir so, du machst hier das freiwillig als Urlaub, das ist jetzt nicht dein Job, möglichst jede Sehenswürdigkeit abzuhaken. Von dem her, wir gucken das an, worauf wir jetzt einfach Lust haben. Genau, darf man sich nicht unter Druck setzen lassen von, was man machen sollte oder so ein Kram. Vielleicht habt ihr es übrigens schon entdeckt, vielleicht auch nicht. Aber dieses Jeanskleid, was ich trage, ist was in den Mandaladen kommen wird, um jetzt einfach mal nicht so blöde Secret-Spannung aufzubauen, sondern es euch direkt klar raus zu verraten. Also es gibt's noch nicht, aber es wird es geben. Hätte eigentlich schon mit dem letzten Launch kommen sollen, aber war da noch nicht perfekt. Und deswegen wird es dann erst jetzt zukünftig irgendwann reinkommen. Wann, das werden wir euch alles sagen. Und wir wissen auch nicht genau, ob es vielleicht sogar limitiert ist oder nicht. Auch das werdet ihr dann noch erfahren. Und so sieht es hier jetzt aus. Total süß. Also das hier in der Mitte ist so die Covent Garden Hall. Weiß ich nicht, ob man das so nennt. Und dann kann man hier so im Karree sozusagen einmal außen rumlaufen. Und da sind viele Shops und kleine Stände und so. Richtig süß. Ja, ne? Da jetzt reinzugehen. Sollen wir da direkt reingehen? Ja. Let's do it. Jetzt sind wir gerade hier noch was essen und zwar gibt es einmal Brazilian Black Bean mit Reis und was ist das? Lentil Masala mit Reis. Und danach fahren wir zum Vintage Markt bzw. zum Markt allgemein in die Brick Lane. Da müssen wir dann wieder U-Bahn fahren. Wir sind jetzt in der Brick Lane und wahrscheinlich heißt es Brick Lane, weil hier ganz viel aus so Backstein ist. Ah, macht Sinn. Könnte zumindest sein. Auf jeden Fall glaube ich, dass es so ein bisschen arabische Einflüsse hat. Aber es gibt auf jeden Fall ganz viele so kleine, süße Cafés und Geschäfte. Und es hat alles so was Orientalisches. Hier seht ihr es zum Beispiel. Es riecht auch überall so ein bisschen exotisch. Sehr cool. Und hier ist irgendwie ganz schön was los. Hier ist London Coffee Festival oder so. Die Leute haben auch alle Tickets und und stehen da an. Wow, es ist richtig viel los hier. Wir sind so voll überfordert. Heute sind wir die nervigen Touristen, die ganze Zeit im Weg stehen und alles angucken und dann reden sie auch noch mit einer Kamera und dann fahren ja auch noch Autos. Eigentlich müssen wir da rein. Ich liebe doch Kaffee. Ich hatte aber kein Ticket. Ja. In diesem Vintage-Market war es richtig geil. Wir waren auch sehr erfolgreich. Ja. Wir hatten kurz Höschen und so ein Pulli, oder was ist das eigentlich? So ein Longsleeve-Pulli. Ja, so ein Longsleeve-Ding, so ein Turtleneck. Und ich habe so ein Flanellhemd gefunden, wie ich auch dieses Braune habe und dieses Blaue. Ich liebe das nämlich so einfach ein T-Shirt anziehen und das so als Jacke so drüber ziehen. Ja, und total. Also bisher fand ich Secondhand-Shoppen immer ein bisschen schwierig, aber ich glaube, ich war einfach immer an den falschen Orten. Ja, es ist manchmal anstrengend halt in Deutschland Secondhand-Shoppen. Also ich mag nicht generell, aber man wühlt halt so rum und findet halt ewig nichts. Genau. Und hier ist es so auserwählt, ist zwar schon deutlich teurer als irgendwie bei uns in Secondhand, aber man findet halt irgendwie die gleiche Hose in mehreren Größen. So. Das ist halt schon irgendwie geil. Ja, richtig. Beziehungsweise ähnlich. Und es ist halt sehr, sehr viel gepflegter. Die Sachen sind halt auch schon gewaschen und gebügelt oder mit dem Steamer irgendwie behandelt. Und es riecht halt alles auch einigermaßen gut. Es riecht schon so ein bisschen älter, aber es ist halt nicht ganz so krass wie das, was ich bisher so erfahren habe. Aber ich glaube, ich war auch einfach nur an den falschen Orten so ein bisschen. Und so, finde ich, macht es total Spaß, da sich dann irgendwie noch voll so ein bisschen durchzugucken, so richtig cool. Und coole Sachen zu entdecken und so. Große Empfehlung auf jeden Fall. Also wenn ihr hier seid, geht da rein. Vintage verbringt Markt ein bisschen Zeit, in der macht Brick Lane. Spaß. Ja. Und hier gibt es jetzt dann auch natürlich wieder Essen, was auch sonst. Aber wir essen schon wieder was, oder? Nein. Oder willst du wieder was essen? Ich könnte schon wieder.
Und wenn man einfach nur ein bisschen aus diesem Viertel, aus Shoreditch, oder wie ist es? Shoreditch rausläuft, ist man komplett hier in dem krassen Business-Teil von London irgendwie. Ja. Habe ich so das Gefühl auf jeden Fall. So, alle Gebäude sind da oben ungefähr. Schaut mal, wie krass, alles riesen Hochhäuser hier und alles Büros irgendwie. Und da hinten, wie heißt es nochmal? Görgisch? Nee. Gherkin ist diese Art Gurke. Wir sehen es gleich. Und natürlich gibt es wieder Essen bei uns. Und wir sind bei Sissi, da waren wir schon mal, als wir in England waren. Und hier gibt es nämlich geile vegane Pizzen, ne? Ich habe irgendwas Peperoni und du hast Kürbis oder sowas, gell? Kürbis, ja. Geil. Guten Appetit. Leute, schaut euch das mal an. Was geht? Das ist eine völlige Katastrophe hier. Wir sind zurück auf dem Karneval, aber diesmal in London. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Irgendwie Fußball, glaube ich. Komplett crazy. Wir wollten gerade zurück zur U-Bahn laufen, noch kurz einkaufen gehen. Also für heute Abend so ein paar Snacks. Und eigentlich wollten wir auch schon direkt die Sachen für zu Hause mitnehmen. Komm, wir gehen hier lang. Madness, komplett. Ich habe keine Ahnung, was abgeht. Auf jeden Fall haben die den Supermarkt abgeriegelt. Und pro Person dürfen die nur 4 Dosen Bier kaufen. Glasflaschen Alkohol darf man gar nicht kaufen. Und da war auch so ein Türsteher im Supermarkt und hat immer nur ein paar Leute reingelassen. Hat uns gefragt, Shopping? Und ich so, ja, normal Shopping. Und dann durften wir rein. Es war komplett. Und im Supermarkt sah es aus, als wäre irgendwie, würde ein Krieg bevorstehen oder so. Die Regale leergeräumt, alles lag auf dem Boden. Als hätten die Leute das richtig drin gewütet. Aber hauptsächlich nur Alkohol eigentlich. Ja, aber auch bei den Snacksachen, bei den Sandwichen, so, ja, genau. War alles weg und auf dem Boden und sah schlimm aus. Ja, also hier ist komplette Craziness. Wir fahren jetzt auf jeden Fall zurück nach Kempten. Müssen wir nur die U-Bahn finden, wollte ich sagen. Das ist verrückt. Okay, ich hole jetzt mal mein Handy raus, konzentriere mich, dass es mir nicht geklaut wird und navigiere uns zurück nach Hause. Happy Birthday to you. Geburtstagskind. Ja? Wir sind schon wieder in der Stadt unterwegs, in Notting Hill. Notting Hill, da war ich nämlich noch nie, glaube ich, und wollte ich auch gerne mal sehen. Oh, du bist durch was nicht so leckeres gelaufen. Das war eigentlich schon fast alles zu spät. Eklig. Ich hab's zu spät gesehen, tut mir leid. Genau, und jetzt sind wir gerade auf dem Weg zur Westbourne Park Road. Irgendwie so. Da gibt's dort so bunte Häuser, also hier ist alles so ganz hell und weiß und dort sind dann so pastellrosa, blau, gelb und so. Nebeneinander. Ja, eigentlich nur hübsch mal anzuschauen. Da marschieren wir gerade hin. Heute ist irgendwie ein bisschen frischer als die letzten Tage. Und natürlich auch wolkig. Wobei, guck mal, da kommt blauer Himmel. Da ist ein bisschen blauer Himmel. Und die Häuser hier, die sind echt so richtig schick. Aber wie ihr sehen könnt, da hinten ist ja so dunkel. Die haben alle nur so schön aufgeklebte Fassaden. Und dahinter ist einfach richtig hässlicher Backstein eigentlich. Aber schick ist trotzdem, hier rumzulaufen. Und hier sind die ganzen bunten Häuschen. Es ist jetzt doch Lancaster Road und nicht irgendwie diese andere Straße, die wir vorhin gesagt haben. Da waren aber auch ein paar farbige, aber die waren jetzt alle so aneinander angepasst. Ganz pastelliges Blau, ganz beige, also nicht so wirklich bunt, würde ich sagen. Aber hier ist auf jeden Fall süß. Sehr, sehr süß. Richtig schön finde ich es nicht, gell? Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Da war es ehrlich gesagt sogar in Portugal süßer. Also es ist so... Mit den bunten Häuschen. Es ist so okay. Vielleicht sind wir auch einfach... Wir sind bestimmt in der voll falschen Gegend und die Experten von euch sagen jetzt... Was tut ihr, Mann, das? Ihr seid ganz falsch. Ihr müsst in die Straße gehen. Selavi, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, so sieht es in der Lancaster Road aus. Vielleicht gibt es was Besseres. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir haben jetzt hier in Notting Hill gerade einen Vietnamesen gefunden. Wir sind ein paar Mal jetzt hier vorbeigelaufen. Das hat so unverschämt gut gerochen draußen, dass wir reingegangen sind. Und hier vor. So heißt das Restaurant. Mam. Keine Ahnung, ob man das so ausspricht. Vermutlich nicht. Und das ist die. Warum habe ich so viele Chilis und du nur eine? Sollen wir tauschen?
Ja? Ja. Dann tauschen wir. Ich hab gerne viele Chilis. Aber sieht auf jeden Fall köstlich aus und riecht saulecker. Wir sind mit der U-Bahn jetzt an die Themse vorgefahren und jetzt ist das Wetter wieder richtig schön, aber es ist eiskalt, der Wind ist so frisch. Das war echt, wir haben uns richtig gut aufgewärmt mit dieser köstlichen Fahrt, die war echt unfassbar geil. Also große Empfehlung, dieses Restaurant, richtig lecker. Mega voll. Also je nachdem, ich glaube, wenn man am Wochenende hingeht, reservieren macht Sinn, auf jeden Fall, dass man kurz vorher anruft, um zu fragen. Weil wir haben um 15.30 Uhr gegessen, also eigentlich so die Uhrzeit, wo eigentlich niemand essen geht, denke ich so. Ja, wir haben einen Platz in der Bar gekriegt. Und jetzt gehen wir hier zum Bötchen, aber eigentlich wissen wir gar nicht, ob wir wirklich auf das Boot wollen, weil es halt echt kalt ist. Wir schauen mal. Eigentlich dachten wir könnten so einen River Cruise machen, aber draußen sitzen auf so einem Boot, höchstens es gibt eins, wo man drin sitzt. Wir schauen mal. Aber schaut mal, wie schön das Wetter jetzt ist. Richtig blauer Himmel. Herrlich! Also wir haben jetzt zwei Tickets gekauft. Ich glaube, eins kostet irgendwie 10 Pfund. So ja, 12, 13 Euro oder so. Das ist jetzt mal so die einzige Attraktion, die wir jetzt mal machen. Ich habe sowas schon ein paar Mal gemacht, aber Alex ja noch nicht. Und eigentlich erzählen die einem auch immer ein bisschen was und so. Und dann kriegt man kurz mal so eine kleine Overview von den wichtigen Points. Jetzt sehen sie was über die Brücken und über die Gebäude, die links und rechts sind. Und das ist schon ganz interessant. Freue ich mich drauf. Was man gemacht hat. Vor allem, wenn jetzt das Wetter heute Abend noch so geil ist. Das ist halt echt dann doppelt so schön. Also wir saßen auch schon mal im Regen auf diesem Deck. Oh, oben drauf, oh, pfui. Das erinnert mich auch so ein bisschen an Venedig. Erstmal war es da auch Aschler, da war es noch viel kälter, da hat es ja 1 Grad gehabt oder sowas. Aber auch so ein bisschen so dieses Feeling jetzt hier mit diesem Hafending, ähnlich. Tower. Ich glaube, das ist doch unser Boot da. City. Ciao. City. I'm afraid these tickets are fake. No way. No. No, you need to go to A, actually. Oh, A, okay. Just up there. Thank you. Der Typ hat einen Clown gefälscht, glaube ich. Hast du es gewöhnt? Ja, natürlich. Mein Blick war gar nicht so, ich weiß, dass du mich verarschst, aber ich habe gerade überhaupt nichts Schlagfertiges parat, was ich sagen kann. But I'm worth it, cause I'll slip into your dreams tonight. Oh. Es wird mal wieder gefasht, Mann. Das ist dein Geburtstagsdinner. Ja, so muss das sein. Also wir sind jetzt bei Mildred's, heißt das. Das haben manche von euch auch empfohlen. Das ist ein veganes und vegetarisches Restaurant. Fast alles ist vegan und bei manchen Sachen steht dann dabei, dass es eben mit Käse oder sowas ist. Und wie gut sehen die Burger aus? Abartig geil. Ja. Richtig, richtig gut. Wir sind in unserer Höhle wieder angekommen. Es ist wirklich eine Höhle. Wir wollten sie euch noch kurz zeigen. Ja, also, es ist ein bisschen unordentlich, okay? Erzähl kurz, wie war dein Geburtstagsessen gerade nochmal? Dein zweites. Es war richtig lecker. Also, große Empfehlung. Erstmal das Mom in Notting Hill. Das war sehr, sehr gut. Die beste Fond, die wir bisher gegessen haben. Und dann der Burger bei Mildred's. Man muss aber dazu sagen, also jetzt für unser Essen bei Mildred's, für die 2 Burger mit jeweils 2-mal Pommes und Soße dazu und so ein Mocktail-Juice-Ding, was wir da hatten, haben wir jetzt zu zweit 50 Euro gezahlt. Also es ist, also nicht günstig. Einfach nur ein günstiger Imbiss. Man kann da vielleicht mittags günstiger essen, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber so wie wir gegessen haben, ist es ein bisschen pricey. Naja, es geht aber halt. Ja, schon etwas. Es hat sich schon gelohnt, aber auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall unsere Höhle. Also hier kommt man rein. Hier ist das Bett. Ist sehr klein, wenn man nicht mehr an ein 1,40er Bett gewöhnt ist. Dann, in England sind die ganz oft so, muss man dazu sagen. Ja. Und dann dreht man sich hier nur so ein bisschen weiter. Dann ist da so ein ganz dünner Schlauch mit Küche. Wir haben tatsächlich kein einziges Mal hier gekocht, aber ich glaube, das macht man auch. Gefrühstückt haben wir jeden Tag, genau. Also, Kühlschrank und theoretisch auch eine Spülmaschine, aber wir haben einfach immer alles von Hand abgespült. Hier ist direkt der kleine Tisch, Koffer und Bad. Da, that's it. Und da hinten, das ist nämlich nur so ein Kellerfenster. Das ist richtig krass. Es gab leider kein anderes Apartment hier mehr, sondern nur noch das Kellerfenster. Aber und so kann man gucken, wie das Wetter ist. Genau, es ist so ein richtiger Schacht hier. Ihr könnt sehen, da draußen so eine Leiter und dann geht es da hoch.
Aber ich habe es mir eigentlich schon immer vorgestellt. Und wenn man so eine Stadt anguckt, ist man ja eher ich fast nie hier. Ja, eben. Also das war dann hier, da stand dabei No View. Und dann dachten wir, okay, ja, vielleicht guckt man halt auf eine Wand oder sowas. Aber No View bedeutet halt literally No View. Also im Keller. Ein Schacht nach oben. Aber nicht so schlimm. Man muss hier drin halt immer das Licht anmachen. Und das Ding hier nennt sich Native Studio Apartments. The Native Studio Apartments ist auf der Camden Road. Was kann ich euch noch erzählen? Was hat es gekostet? Ich glaube 100 Euro die Nacht zahlen wir hier jetzt. Also ich finde, es ist schon viel natürlich für so ein Ding, aber jetzt für London-Preise geht es. Also wir haben da jetzt, das war eher die günstigere Preisklasse. Ja. So. Wobei wir auch echt spontan gebucht haben, weil der ganze Trip ja spontan war, wie ihr vor ein paar Blogs schon mitbekommen habt. Wir haben das nicht Monate vorher, sondern halt wirklich so anderthalb Wochen vorher oder so gebucht. War ja kein richtiger Voll, also jetzt die letzten Tage waren schon nur privat, aber wir haben ja da quasi einfach so verlängert und das wussten wir halt noch nicht. Genau. Und ich glaube, wenn man ein bisschen rechtzeitiger guckt, dann findet man auch bessere Angebote, vielleicht auch hier. Aber so unterm Strich würde ich das hier auf jeden Fall empfehlen eigentlich, zumindest so, wie wir es jetzt erlebt haben. Du hast hier deine Ruhe. Du hast eine kleine Küche, ein Bad, ein Bett, Möglichkeiten, perfekt, irgendwie auch was zu kochen, wenn du möchtest. Die Küche ist einigermaßen in Ordnung ausgestattet und bist halt echt schnell in der Stadt. Also hier 10 Fußminuten weg ist diese Callaway, ich weiß nicht, auch eine U-Bahn-Station und die Busstation ist direkt vor der Tür und zu Camden Market läuft man ungefähr 20 Minuten, von dem her. Ja, oder nimmt halt den Bus. Alles sehr easy. Und mit dieser Oystercard, vielleicht noch kurz als Info, es gibt so ein Tageslimit von 7 Pfund. Ich weiß nicht, ob sich das auf alle Zonen bezieht, aber wenn man hier in den Zonen 1 und 2, glaube ich, unterwegs ist, dann ist das Tageslimit 7 Pfund. Das heißt, es wird euch jedes Mal von der Oystercard eben Geld abgezogen, wenn ihr Bahn fahrt, bis zu dem Limit von 7 Pfund und wenn ihr darüber hinaus noch weiterfahrt, fahrt ihr sozusagen kostenlos. Ja, das ist so ein geiles System, finde ich. Also irgendwie sollte man das, finde ich, in Deutschland, das ist halt natürlich schwierig, wenn man ultra viel nachrüsten muss. Also so diese ganzen Anlagen, wo man die Karten dagegen hält oder auch mittlerweile, glaube ich, kann man das Handy auch dagegen halten und sowas. Aber man muss halt auch nicht mehr kontrollieren und es funktioniert halt einfach voll geil. Es kann eigentlich halt kaum mehr jemand schwarz fahren, weil du immer durch diese Gitter durch musst, um reinzukommen und auch um wieder rauszukommen aus der U-Bahn. Und es ist halt geil mit diesem automatischen Tagesticket und sowas. Also eben, das ist immer morgens, den besten Preis eigentlich. Wenn du morgens noch nicht weißt, brauche ich ein Tagesticket, fahre ich so viel oder nicht oder wie du weißt, du musst dich ja halt gar nicht informieren, sondern du hast einfach dein Geld da drauf und nach einer bestimmten Zahl ist einfach Sense und dann entweder du hast weniger gezahlt oder eben maximal diese 7 Pfund. Was sehr gut war. Jetzt haben wir jeder noch 1 Pfund auf unserer Oystercard drauf. Genau. Das haben wir gut geplant. Und mit diesen Worten beenden wir den Vlog. Wir hoffen, er hat euch gefallen und ihr habt ein paar Eindrücke hier aus London bekommen. Vielleicht waren ja ein paar gute Tipps oder so für euch dabei. Und morgen früh geht es für uns sehr, sehr früh wieder zurück. Der Eurostar fährt nämlich um 6.15 Uhr und man sollte 45 bis 60 Minuten vorher da sein. Sprich, wir werden wahrscheinlich um 5 Uhr morgen früh dieses Apartment verlassen. Ja. Macht's gut. Schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Tschüss. Tschüss. Du, ich? Du.